scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Guten Abend und herzlich willkommen beim Impulsetag X-Kongress. Mein Name ist Martina Haller, ich bin internationale Sprecherin, Trainerin für Transformation und Kommunikation, vor allen Dingen Sprachbewusstsein. Und es ist mir eine große Ehre, Ihre Moderatorin bei unserem Kongress zu sein. Heute mit der Frage, warum bringen Scherben Glück? Vielen lieben Dank. Wie schön, dass du auch immer deine wertvollen Impulse hier für uns gibst. Und es ist so einfach, Scherbenhaufen wegfegen. Und wer Hilfe dabei braucht, der darf sich gerne hier an uns wenden. Denn wir sind alle Coaches, Berater, Trainer. Und also durch Ovidio Breton bekommt ihr alle unsere Kontaktdaten. Und das Schöne ist, dass ihr uns hier persönlich kennenlernen könnt. Und auch uns natürlich nach den Impulsen auch immer persönlich Fragen stellen könnt. Also vielen lieben Dank, Ovidio Breton. Ja, und wie immer hat Martina, und da bin ich mir sicher, auch einen Impuls für uns. Denn Martina ist ganz interessant. Als ich sie kennengelernt habe, hat sie sich für verschiedene Gesundheitsthemen interessiert, für Transformation, für Wasser, für Burnout. Und auf einmal wurde Martina zu jemandem, der uns moderiert hat. Und in einer Art, die wirklich wunderschön ist. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass du auch nächstes Jahr bei Impulsetag X mit dabei sein wirst. Und auch du hast heute einen Impuls für uns. Und deinen Impuls wollen wir gerne auch hören. Denn dein Impuls ist dann die Frage auf das, wo ich schon eine Zusage gemacht hatte. Aber mal sehen, was du dazu sagst. Bringen Scherben wirklich Glück? Was meinst du, Martina? Vielen Dank, lieber Ovidio, für deine Anmoderation. Und es ist mir so eine Freude, hier moderieren zu dürfen. Und selbstverständlich bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Und dieser Impuls heute ist der letzte für dieses Jahr, dieser Kongresstag heute mit euch. Und wir starten dann wieder im Januar. Und ja, manchmal steht in der Ankündigung 6+1 Impulse. Und dann darf ich einspringen und natürlich bereite ich mich auch immer ein bisschen vor, denn als Trainerin für Kommunikation, als Forscherin schaue ich natürlich immer auch nach dem Ursprung, nach dem Wortursprung oder auch nach diesem Spruch, Scherben bringen Glück. Und ja, der Volksmund sagt es so, Scherben bringen Glück, doch bringen sie wirklich Glück? Die einen glauben fest daran und die anderen sagen, ist doch alles Quatsch. Ist auch egal, auf welcher Seite wir stehen. Und wusstest du, dass bei diesem Sprichwort, dass es sich ausschließlich um Ton, Porzellan und Keramikscherben handelt? Denn den Sprachwissenschaftlern zufolge basiert die Redewendung auf einem Missverständnis. Denn früher bezeichnete man die Vorratsgefäße, Behälter aus Ton als Scherbe. Da kommt jetzt wieder dieser Wortursprung. Ja? Mit der Scherbe war gemeint ein Gefäß aus Ton, ein getöpfertes Gefäß. Und waren die Scherben damals gut gefüllt, also die Gefäße, dann haben wir im Wohlstand gelebt, ja? Und man musste nicht hungern, also hatte man Glück. Und auf die Idee, dass ein kaputter Krug ein Segen sei und Glück bringen könnte, darauf ist man natürlich damals nicht gekommen. Im Gegenteil, die Tongefäße galten als kostbar, ja? Als sehr wertvoll, als kostbar. Und Ovidio Breton hat es gerade in seinem Impuls erwähnt, dass in früheren Kulturkreisen die Menschen glaubten, dass sie durch Lärm,
böse Geister vertreiben könnten. Deshalb zerdepperten sie die Tonschalen und legten auch den Toten diese Bruchstücke als Opfergabe bei. Dadurch waren die Verstorbenen, so glaubte man, auch im Jenseits vor Unheil geschützt. Und kennt ihr vielleicht auch, dass die Glasscherben kein Glück bringen? So Spieglein, Spieglein an der Wand, fall nicht von der Wand. Ja. Und wenn ein Spiegel von der Wand fällt und zerspringt in tausend Scherben, da denken abergläubische Menschen, und sie wissen es gleich, ja, Unglück, es bedeutet Unglück, großes Unglück. Und das auch noch 7 Jahre lang. Denn schließlich verbirgt sich im Spiegel die Seele desjenigen, der hinschaut. Und wenn der Spiegel zerbricht, dann zerbricht die Seele in tausend Scherben. Und wie gut, dass wir bei unseren Impulsgebern den Dave haben, unseren Seelenmentor. Und sein Impuls heute, der hieß der Seelenkleber. Also, ja, wir können auch den Seelenkleber, den Seelenmentor um Hilfe bitten, wenn damit wir hier nicht 7 Jahre lang Unglück haben. Und ich habe gelesen, retten kann sich angeblich nur derjenige, der seine Spiegelscherben um Mitternacht in seinem Garten vergräbt. Also wer keine Lust hat, die Scherben im Garten zu vergraben, der ruft lieber einen von uns an oder unseren Seelenmentor. Und glauben wir wirklich, dass Glasscherben Glück bringen? Bester Beweis ist folgendes Sprichwort. Glück und Glas, wie leicht bricht das? Also Glas mutwillig zu zerstören, bringt demnach also kein Glück, sondern eher Unglück. Fällt ein Glas aus Versehen herunter oder wenn die Kinder mal ein Glas runterschmeißen, dann kann man dieses drohende Pech im letzten Moment noch retten, indem man die Worte spricht, Scherben bringen Glück. Und somit kann man eben dieses drohende Pech abwenden, transformieren. Und auch Ovidio hat es vorhin schon gesagt, dass auch wir Bräuche haben mit Scherben, eben den Polterabend. Und wer schon mal bei einem Polterabend dabei war, dass die Gäste eben ganz viel altes Porzellan mitbringen und zerdeppern. Und je lauter das Geschirr auf dem Boden scheppert, desto besser, denn es sollen auch dort die bösen Geister in die vertrieben werden und die sollen das Weite suchen und das Gute siegt. Gläser und Spiegel sollen an diesem Abend lieber zu Hause bleiben. Sicher ist sicher. Und Ausnahmen bestätigen die Regeln und die Ausnahme ist das Richtfest. Und bei diesem Richtfest bringen auch Glasscherbenglück. Hier ist es Brauch, dass Handwerker und Hausbesitzer mit Schnaps auf das neue Zuhause anstoßen. Ist das Glas leer, fliegt es sofort zack auf den Boden und geht es dabei kaputt, blicken die neuen Hausbesitzer in eine glückliche Zukunft. Und ich erzähle euch noch ein bisschen was Persönliches von mir, denn es war mal nicht möglich. Das hat gegossen wie aus Kübeln und so konnten wir den Feuerlauf nicht machen und dann haben wir Scherbenlaufen gemacht. Ganz viele Weinflaschen organisiert und alle Teilnehmer haben mitgeholfen, die Scherben zu zerdeppern und so sind wir anstatt Feuerlaufen eben über Scherben gelaufen. Und heute liegen diese Glasscherben noch auf meinem Schreibtisch zur Erinnerung, was für eine Kraft wir haben mit unserem Unterbewusstsein. Und Steffi hat heute so wertvolle Impulse gegeben, dass wenn wir die Scherben würdigen, ja, dass wir Kunst daraus machen können und dass es dann Scherbenschätze werden. In meinem ersten Beruf als Hotelfachfrau habe ich immer in der Vorweihnachtszeit in einer Familie den Advent mitgestaltet mit Gästen. Und die hatten 2 Töchter und eine Tochter war behindert. Und die mochten mich so gerne, weil bei mir durfte die behinderte Tochter mithelfen. Und natürlich, was passiert? Es kommen Scherben zu Bruch, weil einfach ja, sie das so motorisch nicht handeln konnte. Und das Schöne ist, in diesem Haus gibt es ein Kunstwerk an der Wand, bevor man die Küche betrifft.
Und da sind sozusagen beide Mädchen abgebildet mit den Scherben in der Wand, wie das Kunstwerk, was Steffi uns vorhin gezeigt hat. Und die halten sich so an der Hand. Und ich habe die Hausbesitzer gefragt und die haben gesagt, mein Gott, das teure Geschirr, das haben wir halt gewürdigt und so in ein Kunstwerk verwandelt. Und das hat mich damals sehr berührt. Und es gibt auch eine Tradition bei den Japanern. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, diese Tradition, dass wenn die Schale oder die Vase kaputt gegangen ist, dann wird sie mit Gold geflickt. Und diese Wertschätzung, also diese Scherbenschätzung, berührt mich auch ganz besonders. Und für heute wünsche ich euch, diesen Scherbenhaufen zu schätzen, zu würdigen und in Scherbenschätze zu transformieren. Und ich bedanke mich herzlich.